Ministerpräsident, wie man ihn sich nur wünschen kann. Kraftvoll, dynamisch, ideenreich. Und vor allem, er hat nur eines im Herzen und im Kopf. Unsere großartige Heimat, unser starkes Land, das Sicherheit garantiert gegen Gewalttäter und im Sozialen und Zukunftsperspektiven für alle Menschen bietet, die großen Linien der Politik und die kleinen Sorgen der Menschen in den Blick nimmt. Markus Söder brennt dafür und gibt 100% Einsatz für unser wunderbares Bayern. Lieber Markus, wir sind uns damals in der JU begegnet. Das heißt, du kannst noch gar nicht so alt sein. Weil ich bin ja auch noch nicht so alt. Und in diesem Sinne darf ich begrüßen bei uns auf der Bühne den jüngsten bayerischen Ministerpräsidenten. Lieber Markus Söder, herzlich willkommen in Moosburg. Du hast das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freunde, alle Zuhörer des heutigen Abends, zunächst einmal vielen Dank an dich, Florian, an dich, Simon, für die lobenden Worte. Sie waren angemessen. Vielen Dank euch. Florian Herrmann ist seit vielen Jahren nicht nur mit mir befreundet, sondern ich schätze seine Kompetenz. Ich habe ihn zum Leiter der Staatskanzlei berufen, weil es eines der schwierigsten Aufgaben ist, viele Dinge zu managen, zu koordinieren, Kompass zu haben, durchzublicken. Ein erstklassiger Jurist und einer, der mich auf diesem schwierigen Weg in schwierigen Zeiten, das kann man ja sagen, nicht nur treu, sondern auch kompetent, freundschaftlich, aber auch kritisch zur Seite steht. Ich schätze ihn und ich möchte, dass Florian Herrmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, weiter einer ist, der Ihre Region mit Kraft, mit Kompetenz, mit Durchschlagskraft an oberster Stelle in Bayern vertritt. Herzlichen Dank für die Freundschaft und Arbeit. Viel, viel Erfolg auch vor Ort hier bei der Entscheidung. Natürlich gibt es viel zu tun, manches zu verändern und zu verbessern, aber eines sage ich Ihnen auch. Ich finde, wir sollten manchmal ein bisschen dankbarer sein, dass wir in einem solch erfolgreichen Land wie Deutschland leben können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich tue es auf jeden Fall. Meine Philosophie ist für unser Land, ich will nichts von anderen fordern, weder Geld noch was anderes. Ich will nur die Freiheit und Möglichkeit, dass Bayern sich entwickeln kann, wie es will, dass Bayern vorankommt, wie es soll. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich nicht immer nur mahnen und andere auffordern. Ich möchte machen, tun, entscheiden, damit unser Land weiter die Nummer eins in Deutschland bleibt, liebe Freunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. All diejenigen, die dafür sorgen, dass dieses Land täglich so funktioniert, um die kümmert sich keiner. Und ich sage mal ausdrücklich, ich möchte, dass wir uns in der Politik um alles kümmern. Aber wir sollten uns etwas mehr um die Mitte, um die Normalverdiener kümmern, denn das sind die Helden unserer Gesellschaft. Sie tragen das Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir stellen uns jeder neuen Herausforderung. Wir helfen allen gern. Aber, meine Damen und Herren, wir dürfen unsere eigenen Leute und die eigene Bevölkerung darüber nie vergessen. Das ist ein klarer Auftrag an uns alle. Wir glauben fest daran, dass der Staat stark sein muss, wenn es um Schutz und Sicherheit geht, dass der Staat aber vertrauend sein soll, wenn es um Freiheiten der Bürger geht. Ich schreibe anderen Kulturen, auch wenn ich da Probleme habe, das zu akzeptieren, nicht vor, wie deren Lebensweise sein soll. Aber eines sage ich Ihnen schon, ich bin Ministerpräsident in Bayern. Ich bin vereidigt auf die bayerische Verfassung und die Werte, die dahinter stehen. Und deswegen sage ich ganz klar, wir wollen jedem Chance bieten, jedem im Staat ermöglichen. Aber meine Damen und Herren, ein Grundsatz muss gelten. Jeder, der bei uns leben will, muss sich unseren Werten, Sitten und Gebräuchen anpassen und nicht umgekehrt, liebe Freunde. Das gilt als Grundsatz, das muss so sein. Respekt und Würde für die Älteren, Unterstützung für die Kleinsten und die Kinder, Unterstützung für Leistung, die möglich sein soll, die richtige Balance von Humanität und Ordnung, starker Rechtsstaat und, meine Damen und Herren, Identität. Das alles mündet in ein Konzept. Und dieses Konzept heißt Bayern. Und ich sage Ihnen eines aus tiefer Überzeugung. Brandt und Strauß wieder im Vergleich. Brandt sagte immer, bei euch gehen die Uhren anders in Bayern. Und wissen Sie, was Strauß sagte? Stimmt, bei uns gehen sie richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei uns gehen sie richtig. In Deutschland ist das Rückgrat Bayern.
Aber in Bayern ist das Rückgrat die christlich-soziale Union, meine sehr verehrten Damen und Herren, und sonst keine andere Partei. Alles Gute für Ihre Region, alles Gute für die Menschen in Bayern. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Dankeschön.